Hallo, ich grüße euch zum Teil 33. D sind wir jetzt, ne? Es geht jetzt darum, mal zu zeigen, wie Vorgänge, wenn sie einmal falsch gelaufen sind, es kann ja jeder Fehler machen, ne? Ist ja kein Problem, wie man sie wieder in Ordnung bringt. Und da muss jeder lernen, ne? Da ist niemand ist da zu schlau dazu. Das kann selbst beim Bundesverfassungsgericht, kann es voll ins Kraut laufen, ne? Dass sie gegen ihre eigenen Grundsätze verstoßen. Das haben wir ja auch schon alles erlebt. Ich zeige euch erstmal was, damit ihr erstmal versteht, wie die Sache zusammenhängt. Also, wir haben das sogenannte Galtungbrett. Ich hoffe mal, ihr könnt das erkennen. Also ihr seht, hier oben ist so ein Einwurftrichter, ne? Und dann geht das hier runter. Und dann ist die Möglichkeit, dass die Kugel hier rumläuft oder dass sie hier rumläuft. Ne? Und in der nächsten Gelegenheit habt ihr wieder die Möglichkeit, dass sie hier rumläuft oder hier rumläuft. Und in jeder Etage kommt im Prinzip eine Entscheidungsmöglichkeit mehr dazu. Und da kann man sich leicht überlegen, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass die korrekten Vorgänge, ne, das ist immer die Entscheidung, dass es nach rechts läuft. Zum Beispiel hier, ne? Also hier Wahrheit und hier Lüge. So, ne? Also wenn ich jetzt hier lang komme, wenn also ein Vorgang falsch ist, dann läuft er hier rüber und wenn er richtig ist, läuft er hier rüber. Da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man einen Entscheidungsprozess im Zufall überlässt, dass es in der Häufigkeit der Sache hier unten irgendwo landet, nämlich genau in der Mitte. Ne? Das läuft immer hier rum und dann so und so. Das sind eben, wenn Vorgänge, wenn sie am Anfang schon mal schiefgelaufen sind, wenn die Entscheidungsträger sich nicht dazu durchdringen können, die Sache grundsätzlich neu aufzurollen und in Ordnung zu bringen. Und das ist nämlich das Grundproblem, was wir an der BRD grundsätzlich haben. Wir haben ein grundsätzliches Problem bei der ersten Bundestagswahl, die nach 1955 gestartet ist. Und dort ist nämlich schon ein Fehler gemacht worden. Dort wurde nämlich keine direkte Wahl gemacht, weil es da schon von Anfang an Listenwahlen gab und das Grundgesetz erlaubt das ja nicht mal. Und dann haben die aus der fehlerhaften Sitzung die Wahlprozedere in der Bundesrepublik so gedreht, dass es nach den falschen Regeln richtig ist. Und das kann natürlich nicht funktionieren. So. Und wenn man da einmal dahinter gestiegen ist, dass es von Anfang an falsch war, also das wäre meinetwegen 1955, wo dann die erste Bundestagswahl eingeladen wurde, aber dort hätte man nur Direktkandidaten zulassen können und man hätte nach kaiserlichem Recht einladen müssen. Und da wären alle rausgefallen, ja, wo das Frauenwahlrecht und so weiter, das ist ja nicht erfüllt. Wenn ich eine staatliche Legitimation will, muss ich es von Anfang an hier oben erstmal richtig machen. Müsste also erstmal nach den alten Prozedere wählen. Ja, also nach dem kaiserlichen Wahlrecht. Und dann kann ich in der Sitzung, wenn sie denn gültig ist und die Anfechtungsfrist rumgelaufen ist, kann ich die Spielregeln ändern und sagen, okay, ich führe jetzt vom kaiserlichen Wahlrecht ins bundesdeutsche Wahlrecht über, indem ich meinetwegen auch Frauenwahlrecht zulasse, dann lasse ich die Unterstützungsunterschriften zu und dann mache ich immer weiter Demokratieabbau, bis ich eben dann hier unten in der neuen Weltordnung gelandet bin. Und das ist nämlich das Problem, was wir alle haben. Deswegen haben wir von Anfang an nie einen gesetzlichen Gesetzgeber gehabt. Also schon seit 1955 schon falsch gelaufen. So, da kann man natürlich sagen, wenn man das grundsätzlich in Frage stellt, stellt man die Bundesrepublik in Frage. Nee, die Bundesrepublik hat sich selber in Frage gestellt, weil sie sich an ihre eigenen Regeln nicht gehalten hat. Nämlich erstmal den nicht korrekten Vorgang am Anfang in Ordnung zu bringen. Und dann müsste man jede einzelne Entscheidung müsste man angucken. Und dann kommt man irgendwann auch bei der Asylgesetzgebung raus, wo man sagen muss, oh, da ist ja auch was nicht sauber. So, und ich denke nicht, dass sagen wir mal, am Vorabend des Euro-Untergangs es irgendjemand gibt, der sagt, wir arbeiten das jetzt alles von der ersten schiefgegangenen Sitzung wieder neu an, sondern die werden sich einfach aus ihrer Verantwortung stehlen, sich ins Ausland absetzen und uns mit den ganzen Unordnungen und rechtlichen Chaos alleine lassen. Das ist die Vermutung, die ich habe. So. Und jetzt hängen natürlich alle, die hier in dem Land was bewegen wollen und was voranbringen wollen, in der Luft. Ja? Wir haben ja gesagt, wir wollen von Anfang an, dass alle Vorgänge richtig sauber laufen. Also keine befangenen Sitzungen, keine also man muss ja auch mal als Vorstand mal tagen, ne? Also um Entscheidungen zu treffen. Muss ja mal erfüllt sein. Ne? Und dann muss der jeweilige Vorsitzende auch eine gültige Adressliste haben, die, ich sage mal, tagesaktuell ist. Also wenn im letzten Moment noch einer sagt, ich möchte ja mitmachen, dann muss ich den laden können. Aber wenn ich
keine Liste habe oder die Liste leer ist, dann habe ich immer einen Einladungsfehler. So, und da kann sein, dass dann irgendeiner sich dann aufschwingt, habt ihr gesehen in einem Video, einen Briefkopf macht und dann einfach mal lädt und dann von mir erwartet, dass ich, sage, das ist eine gültige Wahl. Kann ich nicht machen. Ja. Ich muss gucken, habe ich wirklich alle angeschrieben, habe ich von allen die E-Mail-Adressen und dann kann ich die laden. So. Und dann, wenn das aber nicht erfüllt ist, weil irgendeiner eine Entscheidung getroffen hat, dass ich die Informationen, die ich von meiner Arbeit brauche, überhaupt nicht zur Verfügung habe, dann liegt das dann auf meinem Tisch. Ja? Kann ich auch nicht dafür bestraft werden. Deswegen kann ich also solche lustigen Schreiben, wie sie also letzte Woche an mich ergangen sind, einfach in die Tonne hauen, weil also Unrecht kann niemals Recht erwachsen. Nochmal das Brett angucken. Also wir haben gesagt, linksrum ist alles Lüge, rechtsrum ist alles in Ordnung gegangen. Ne? So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben, ich mache jetzt hier rufe das Schiedsgericht an und sage, bring doch mal die Sache in Ordnung, die machen ein Protokoll und behaupten, ich hätte was ganz anderes beantragt. Da lande ich hier. So, und da sage ich, Moment, ich habe einen Protokolleinspruch gemacht. Ich habe ja das, was in dem Protokoll steht, überhaupt nicht beantragt. Wie kommt ihr denn auf die Idee, auf dieses schmale Brett, das jetzt weiter zu verfolgen? Dann ist auch wir haben Recht, dann gehen die hier rum. Ja? Ich sage, nee, der Vorgang ist insgesamt falsch, weil es ist falsch erfasst. Und Leute, die hier drinnen sind, die hängen in der organisatorischen und in der, ja, in der rechtlichen, abhängig arbeitsrechtlichen oder teilen sich zusammen in Briefkasten, was auch immer, oder ein Zimmer. Dann sind die befangen, normal befangen, selben Mietvertrag haben, selben Briefkasten haben, möglicherweise auch arbeitsrechtlich schon einmal zusammen zu tun hatten oder ein Konto gemeinsam haben, wie auch immer. Also da ist eine Abhängigkeit drin und dann ist immer Befangenheit da. Ne? Und die, so eine Befangenheitsrüge hat also dann immer eine Besetzungsrüge dann zur Folge. Also wenn Schiedsgericht zum Beispiel auf nur einer oder zwei Befangenheit haben, dann müssen die Leute eben aus dem Entscheidungsprozess raus und dann muss der Rest entscheiden. Das Problem ist nur, wenn dann noch einer austritt oder der eine oder andere nicht kann, dann ist eben dieses Gericht nicht handlungsfähig. So, da kann man dann nicht kommen und den Mitgliedern irgendwas erzählen, ja, es ist alles in Ordnung gegangen und die haben das alles ordentlich gemacht und dann ist er noch der Hit. Ne? Da ist die Versammlung unterbrochen worden, ich wurde ja dann rausgeschickt. Und da habe ich gesagt, na, was ist das, ist unterbrochen. Die Behandlung ist jetzt unterbrochen, wir machen jetzt 25 Minuten Pause. War die Antwort ja. Wir sind raus. Und ich sage, mit welchen Gründen? Wir haben ja heute ein scharfes Programm und so weiter. Na, wir müssen, also ich sollte mich mit dem Vorsitzenden über die Probleme draußen unterhalten. Ich sage, da will sich jetzt 25 Minuten Zeit nehmen, um uns zu bereden. Meine Arbeitsunterlagen übergeben, dass ich ordentlich arbeiten kann. Das ist gut, bin ich dabei. Ich bin raus. Ja, und da war auf einmal von dem Gespräch gar nicht die Rede. Und dann hieß es, ich durfte nicht wieder rein. Und dann haben die in den 25 Minuten, haben die zusammengehockt und haben da irgendwas zusammengestrickt. Irgend so einen Beschluss oder Entscheidung, weiß ich nicht. Ja. Und mich da wieder reingeholt und mich dann mit der Entscheidung, wenn eine Verhandlung unterbrochen oder eine Versammlung von 25 Minuten unterbrochen ist, da kann es keine Entscheidung geben. Das ist totaler Quatsch. Ja, also da weiß ich nicht, was ich dann. Ist es einfach nur Unüberlegtheit oder ist es kriminell? Das ist dann die Frage, die ich mir dann stellen muss. Also rechtmäßig kann es nicht mehr werden. Ne? So, und der Hit ist, am Ende war genau dieselbe Situation nochmal. Also ich durfte da noch nicht wieder rein. Und da haben sie einen heimlichen Parteitag gemacht, musst du mal überlegen. Also an mir vorbeigeladen, ich habe keine Ladung gekriegt und wollen dann, also sagen wir mal, aus der zweiten oder dritten Reihe einen Parteitag einladen, ohne eine ordentliche Adressliste, um irgendeine Beschlüsse zu machen, um das, was schiefgelaufen ist, zu legalisieren. Ey, das ist heftig. Na gut, also ich meine, ich bin ja immer für ein Demokratie-Experiment. Ne? Ihr wisst ja, in jeder neuen Organisation gibt es immer wieder Leute, die meinen, sie haben das Ei des Kolumbus erfunden und so wie die das machen, das ist alles richtig. Und wenn die dann noch eine hohe Position erreicht haben und das dann mit Gewalt durchdrücken und dann irgendwas von Notständen oder irgendwas erzählen, was gar nicht der Fall ist, weil die Arbeitsgrundlage ist nun mal eine Mitgliederliste, eine Beitragsbestätigung, ja, also wird der Beitrag bestätigt wird,
wie hoch da ist. Eine Mitgliedsbestätigung muss da sein, da ist steuerlichen Rechten schon nötig. Ja, und er sollte auch einen Mitgliedsausweis. Ne? Und da wisst ihr ja, es gibt eine Verwaltungsverfahrensvorschrift, dass solche Sachen innerhalb von 14 Tagen zumindest zu bescheiden sind. Und derjenige, der das auf dem Tisch hat, er muss sich kümmern. So. Und die letzte Frist wäre ja wenigstens Ende letzten Jahres gewesen. Ne? Also 2014 für das Jahr 2014. So, das verstehe ich in einer ordentlichen Arbeit. Und da war ich ja bis auf 30 Adressen, war ich ja super dran. So, und dann kam er noch auf die Idee, er will das jetzt selber machen. Das ist eine Werstor, kam auf die Idee, hat alles eingesammelt, auch Zeug eingesammelt, was private Korrespondenz ist und was ihn gar nicht angeht. Und hat das einfach unter Verschluss genommen. Und jetzt wäre es nochmal eine spannende Sache, einfach mal in der Staatsanwaltschaft oder Kripo zu holen und sich die Dokumente wiederzuholen. Ja, weil es ja einfach illegal ist. Ja, wenn also Wahlunterlagen weggeschlossen werden, die ihr gar nicht im Besitz haben darf, funktioniert nicht. Ist egal, ich will da nicht auf Konfrontation gehen. Also interessant ist, man kann eben, wenn man eben hier oben ist und den Vorgang angestoßen hat und man ist jetzt irgendwie hier rumgelaufen, ne, dann muss man es eben zurückabwickeln. Dann muss man eben hier, wenn man hier ist, wenn man hier schon gelandet ist, muss man eben hier hoch, hier hoch, hier hoch, den Vorgang von hier oben neu anfangen und dann weiß man, wenn man eine Sache nicht mit einer festen Grundüberzeugung macht, also sagt man, muss jeder einzelne Vorgang muss für sich korrekt sein, dann muss man eben hier lang kommen. Ne? Und erst wenn ich unten in dem äußersten Feld ist, wo also alle Entscheidungsvorgänge korrekt gelaufen sind, dann habe ich hier einen korrekten Vorgang. Und wenn ich hier irgendwo gelandet bin, auf der Seite, na, dann muss ich eben mich hier hochhangeln bis an die Stelle, dass ich an den Knotenpunkten hier vorbeikomme. Und dann erst kann ich sagen, ich habe einen korrekten und sauberen Durchlauf des Verfahrens. Sei das jetzt eine Einladung, sei das ein Beschluss von einem Schiedsgericht, sei das eine Mitgliederbeschwerde, sei es irgendwas. Und das ist das Grundlegende, was in jedem Verein, jeder Organisation, in jeder Gesellschaft funktionieren muss. Und da ist es egal, ob das jetzt der Bundestag ist mit der ersten Bundessitzung oder weil ja auch das Bundesverfassungsgericht ist ja dann auch falsch besetzt, weil wenn in der ersten Sitzung des Bundestages ab 1955 bereits eine falsche Wahl war, was wir heute wissen, was das Bundesschiedsgericht, das Bundesverfassungsgericht auch bestätigt hat, dann sind ja die ganzen anderen Vorgänge der Ernennung des Bundesverfassungsgerichtes, der Zusammensetzung des Haushalts, der Mittelverwendung und so weiter, fällt ja alles dann schon um. Die sind also dann, sagen wir mal, in der Bundesrepublik sind das jetzt 1000 Entscheidungsschritte. Ja? Die liegen irgendwo hier. Ja? Die liegen nicht hier. Die liegen irgendwo hier. Da könnt ihr euch vorstellen, was das vom Rückabwicklungsaufwand ist, das alles zurückzudrehen. Das geht ja auch bis in die einzelnen Landgerichte und Kreisgerichte, weil die sind ja auch dann aufgrund der falschen Entscheidung von 1955 alle falsch besetzt. Die haben alle keine ordentliche Ernennungsurkunde. Ja, das ganze System ist mit dem Staatsabbaumangel behaftet. Ja, und unsere politische Willensentscheidung ist, dass es von Anfang an ordentlich aufgebaut ist. Und wenn das an den Stellen, wo das nicht ordentlich ist, also wenn man es irgendwo außerhalb von dieser äußersten sauberen Linie zu finden, dann muss das teilweise rückabgewickelt werden. So. Dass dann natürlich die bewilligten Haushaltsmittel auch rückabgewickelt werden müssen, ist eine ganz andere Geschichte, aber es gehört natürlich auch dazu. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn man über unrechte Vorgänge immer wieder was draufgelegt hat und unterste ans Telefon gerufen wird, weil es ist eine Wahlanfechtung eingetroffen, kann man sich natürlich vorstellen, dass dann natürlich ein riesen Chaos ist. Und deswegen vermute ich mal, liegt es auch daran, dass die Wahlanfechtung in Sachsen da ein Riesenproblem haben, weil es eben genau an die Stelle hier oben, hier an der Stelle angesetzt hat, also an der Staatsangehörigkeit, dass die nicht ordentlich erfüllt ist. Ja. Dann haut das natürlich das ganze Problem, ja, da haut es den Käfer sozusagen auf den Rücken und da zappelt er dann nur noch mit der Beine und dann kann man dann nur noch warten, wenn er sich nicht mehr richtig ernähren kann, der Käfer, dass er dann irgendwann vertrocknet und die ganze Sache in sich verkrustet und durchgeht. So, das ist das, was passiert.